Wer den Namen Fridtjof Nansen hört, denkt unwillkürlich an das nördliche Eismeer, an Grönland, den Nordpol, Eskimos und Hunde, die mit vollbeladenen Schlitten durch die eisigen Winde hetzen. Aber um Fridtjof Nansen ist mehr als der Nimbus des Polarforschers. Mit der gleichen Leidenschaft, wie er um jeden Meter Boden im nördlichen Eismeer rang, kämpfte er gegen Hunger und Krieg in der Welt. Kämpfte er für den Frieden. Im Dezember 1922 erhielt er den Friedensnobelpreis. Für ihn gab es das Eis und den Sieg über das Eis. Aber seinen größten Sieg errang er über den Hunger, nach den furchtbaren Auswirkungen des Ersten Weltkriegs. Er half in Russland und Griechenland, wo sich die Hungersnot am verheerendsten auswirkte. Als er den Friedensnobelpreis erhielt, kam er gerade aus Griechenland zurück. Die Hälfte des Geldes, das mit dem Preis verbunden ist, gab er der Hilfsarbeit für die griechischen Flüchtlinge. Die andere Hälfte gab er für Versuchsfarmen in Saratow und Jekaterinoslaw in Russland. Er gründete die Nansen-Hilfe und alle Gewinne kamen dem Wiederaufbau in Russland zugute. In seiner berühmt gewordenen Rede »Der Frieden« sagte er: »Lassen Sie mich noch ein paar Worte zur Russlandhilfe sagen. Der Völkerbund war zu meinem großen Bedauern nicht dafür. Ich glaube, dass, wenn der Völkerbund seine Autorität eingesetzt hätte, ehe es zu spät war, die Lage in Russland hätte gerettet werden können und die Situation in Europa und Russland sich von der Situation, wie sie gegenwärtig ist, wesentlich unterscheiden würde. Wir hatten keine Schwierigkeiten, Lebensmittel zu beschaffen, auch nicht sie zu verteilen. Es gab genug Transportmittel. Unsere Hauptsorge war das Geld, und sie ist es auch heute noch. Da die europäischen Regierungen eine Anleihe von 10 Millionen Pfund ablehnten, musste ich an die private Wohltätigkeit in der Welt appellieren. Die Antwort war überwältigend und übertraf alle Erwartungen. Allein die Regierung meines kleinen Landes, Norwegen nämlich, stellte Geld zur Verfügung. Hätten die anderen Regierungen im Verhältnis ihrer Größe und ihres industriellen Reichtums mitgezogen, würde die Hungersnot in Russland heute der Vergangenheit angehören. Es gab eine Ausnahme, aber sie geschah nicht in Europa, sondern wieder einmal war es Amerika. Zuerst Hoovers Organisation, dann die Regierung, die 20 Millionen Dollar spendete und so Millionen Menschen vor dem Hungertod bewahrte. Noch nie hat die leidende und irrende Menschheit sich mehr nach Frieden gesehnt als jetzt. Jeder von uns kann mithelfen, zum siegreichen Fortschritt beizutragen. Brüderliche Liebe zu wecken, den Willen zur Arbeit in der Welt wiederherzustellen, den Menschen ihren Glauben an das Morgenlicht einer besseren Zeit zurückzugeben. Er war aus Griechenland gekommen. Nach einigen Tagen Ruhe in Polhöcta ging er nach Griechenland zurück. Aber wie verlief das Leben dieses bescheidenen und so bedeutenden Mannes? Im Jahre 1861 geboren, machte er im Jahr 1882, mit 21 Jahren also, seine erste Schiffsreise als Student der Zoologie. Sein Ziel, das Leben der Eisbären und Robben im Eismeer zu erforschen. Sein Schiff war die Viking. Schon nach dieser ersten Reise wusste er, dass seine nächste Reise ihn nach Grönland führen sollte. Es galt, die Küsten dieses riesigen Eiskolosses zu ergründen. Kaum, dass er von seiner ersten zurückgekehrt war, entschloss er sich, nach Bergen zu gehen, jener Stadt an der Westküste des Landes, die gleichzeitig die zweitgrößte des kleinen Landes war. Ole Bull, der große Geiger, war in Bergen geboren, Ludwig Lindemann, Organist und Komponist, hatte hier gelebt und die Sammlung norwegischer Volkslieder herausgegeben. Henrik Ibsen war von Bergen gekommen und Edvard Griegs Musik hatte hier begonnen. Bergen war die Stadt, in der er leben mochte. Hier arbeitete er mit seinem Mikroskop und leistete so hervorragende wissenschaftliche Arbeiten, dass Professor March ihn für die amerikanische Yale-Universität gewinnen wollte. Aber er blieb und setzte seine wissenschaftlichen Arbeiten fort. Er ging in die Fjorde, machte kleine Reisen mit dem Schiff und liebte die Stille und Unberührtheit seines Landes. Einmal ging er durch das wilde Tal von Lærdal. Kein Mensch, nur die Stimme eines Wasserfalles. Schweigen. Lærdal war für Lawinengefahr bekannt, aber Nansen dachte an den Sommer. Er nahm seinen Zeichenblock und begann, den Wasserfall zu zeichnen. Plötzlich hörte er neben sich die Stimme eines Bauern. Hör mal, du hast dir hier den besten Platz der Welt ausgesucht. Du musst verrückt sein. Ich kenne keinen besseren. Du musst verrückt sein. Jeder weiß, dass hier es gefährlich ist zu sitzen.
Ist es wirklich so gefährlich? Und wie gefährlich das ist? Hast du noch nie von Lawinen in dieser Gegend gehört? Schon, aber ich denke, man kann Lawinen doch kommen hören. Und dann ist es noch immer Zeit genug. Kommen hören? Die kommt wie ein Flintenschuss. Ja, wie ein Flintenschuss. Ah, genauso. Aber Nansen zeichnete ruhig weiter. Gefahr war für ihn kein Grund, die Betrachtung dieser herrlichen Landschaft zu unterbrechen. An einem der kommenden Winterabende saß er in Bergen mit seinem Freund Grieg zusammen. Hör zu, ich werde versuchen, Grönland zu durchqueren. Das sagst du so, als wolltest du in ein Museum gehen. Ich begreife auch nicht, was irgendjemand wohl in Grönland will. Gib mir deinen Atlas. Danke. Hier. Das ist die Karte Grönlands. Ich kenne sie auswendig. Ich kenne ihre Geschichte vom Jahre 1050, als Leif Erikson die erste Siedlung gründete, bis heute. Ja, ich verstehe schon, aber trotzdem, was willst du um Gottes Willen in Grönland? Ich werde es dir sagen. Alle Versuche, Grönland zu durchqueren, sind bis zum heutigen Tage gescheitert. Ich glaube, den Grund zu kennen. Nordenskjöld hat den letzten Versuch gemacht und gerade er hat mich auf die Idee gebracht, wie man es schaffen könnte. Na gut, und wie? Mit Schneeschuhen, mit Skiern. Und da, schau bitte auf die Karte. Man muss von Osten nach Westen gehen. Man muss mit einem Schiff bis zum Strom des Treibeises fahren und dann über das Eis die Küste erreichen. Verstehst du? Nein. Aber ich bin sicher, du wirst es mir erklären. Ich werde, wie ich es dir bereits zu erklären versuchte, also von Ost nach Westen vorgehen. Gerüstet mit Schneeschuhen, Hunden für die Schlitten und 3 bis 4 Mitarbeitern, sonst nichts. Ich bin überzeugt, dass ich das schaffen kann. Willst du nicht mitkommen? Gott bewahre mich davor. Eis, Schnee. Nein, mein Lieber, das ist nichts für mich. Ich dachte im Ernst ja auch nicht dran. Aber ich werde als erstes jetzt einmal nach Stockholm gehen. Was willst du in Stockholm? Sehr einfach. Ich will Nordenskjöld sehen und ihn nach seinen Erfahrungen fragen. Das wird mir sehr viel helfen. Auch will ich ihn fragen, was er von meinem Plan hält. Ein Mann mit seiner Erfahrung kann mir schon ein ganz schönes Stück weiterhelfen. Im nächsten Frühling geht es nach Grönland. Das wird ein harter Frühling, mein Junge. Du wirst es schon schaffen.